Zwei Männer wurden aufgegriffen, weil sie eine Frau sexuell belästigt haben und die Tat auch noch mit ihrem Handy filmten. Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert trennt die beiden und vernimmt mit Kollege Hans Frantenberger zunächst einen der Beschuldigten. Wir haben Zeugenaussagen, die gesagt haben, mit diesem Handy hier habt ihr die Dinge sogar aufgenommen, die ihr an der Frau gemacht habt, ja, wie ihr die betatscht habt. Bitte? Haben Sie Beweis? Ja, Zeugenaussagen. Die Frau ist verletzt, es sind Sachen entwendet worden von ihr, aus der Tasche Handy und Tasche selber weg und so weiter und so fort. Wir haben keine Taschen genommen, auch kein Handy, wir haben nichts entwendet von ihr, nichts. Da musst du schon ein bisschen mehr jetzt mal was dazulegen, sonst wird das schwierig für dich, weil Zeugenaussagen gibt es ohne Ende. Wir haben nichts genommen, nichts. Da auf dem Handy ist mit Sicherheit das Video, wir können das auswerten, wenn du uns hilfst, geht schneller. Das alles Entscheidende ist, ich will jetzt diesen PIN-Code haben, weil hier Aufnahmen zu sehen sind, da können wir viel Schlüsse rausziehen. Wir wollen diesen Fall aufklären. Nee, Alter, nicht jetzt. Erzähl 1114 statt PIN. 1114. Wenn Täter sozusagen reinen Tisch machen bei der Polizei und auch uns dabei helfen, die Tatumstände dann restlos aufzuklären, dann macht sich das natürlich letztendlich immer ganz gut, als wenn sie mauern, Lügen erzählen, uns auf falsche Fährten locken und so weiter und so fort, uns unnötig Arbeit machen, das sieht der Staatsanwalt nicht gern und der Richter später auch nicht bei Gericht. Da ist er. Deine Freundin? Da ist er. Meine Freundin, glaub ich, hätte auch nicht gewünscht. Die Frau ist ja nun wirklich durch, ne? Die ist total von der Rolle, ist gar nicht dabei. Guck mal, greift dir unter den Rock? Nee, gibt's doch überhaupt nicht sowas. Die nutzen das, oder der nutzt das voll aus. Guck mal, die Verletzung, ne? Ja, was haben die denn mit der gemacht? Das reicht ja gleich. Oh, nee, doch. Ja, das reicht doch schon. Okay. Ich sag, wir nehmen uns den nächsten Bubi vor. Das Opfer wird gerade in der Klinik untersucht und kann sich an nichts erinnern. Unklar ist, warum die Frau unter Gedächtnisverlust leidet. Womöglich stand sie unter Drogen. Als ihr die zuerst gesehen habt, was war da? Ja, die lag da. Die lag? War die bei Bewusstsein? Und dann habt ihr sie ausgeraubt? Habt ihr die Tasche noch weggenommen? Nein. Habt Handy rausgeklaut? Nein. Na klar. Aber die hat sich doch nicht in geringster Weise gewehrt. Wenn eine Frau im Park oder auf so einer Liegefläche, wenn die da so angegrapscht wird, wie wir das hier gesehen haben, was du gemacht hast und was dein Kumpel gemacht hat, dann würde die sich wehren, die wird schreien, die wird weglaufen. Also wusstet ihr, dass die völlig bewusstlos ist, dass sie von der Rolle ist? Ja, zum Ende hin, wenn wir uns das denken können. Du musst dir über eins im Klaren sein, wir haben dieses Handy hier und wir haben Zeugenaussagen. Aus der Nummer kommt ihr nicht raus. Seid ihr mal darüber im Klaren, begreifst du das? Um die Wahrheit zu erfahren, müssten die Ermittler den Druck auf den ersten Verdächtigen erhöhen. Mit Erfolg. Der Mann gibt zu, dass er und sein Freund die Frau belästigt haben. Von einem Handtaschendiebstahl will er aber nichts wissen. Die Frau Krause und ihre Mutter sind jetzt hier. Ja. Vorgesetzt, vor einem Büro. Okay. Und übrigens, das Fax ist angekommen vom Krankenhaus. Ja. Gibt es einen Hinweis zu? Ja. Es wurden Gipsreste am Hintern gefunden. Okay. Machen wir gleich mal. Könntest du ihn auch ins Gewahrsam? Er kann uns nicht behandeln. Und wir sprechen uns später nochmal. Ärzte unterliegen bekanntermaßen der Schweigepflicht. Das heißt, sie dürfen anderen keine Auskunft über die Verletzungen einer verletzten Person geben. Hier handelt es sich allerdings um eine Ausnahme, weil die Geschädigte den Arzt von dieser gesetzlichen Schweigepflicht entbunden hat. Sie hat also gesagt, er dürfe uns das Attest per Fax zuschicken. Das hat das Krankenhaus auch gemacht. Daraus geht hervor, dass es sich hier Gott sei Dank nicht um eine Vergewaltigung handelt, sondern um Kratzer, Hautabschürfungen. Psychische Vorerkrankungen liegen wohl nicht vor. Was uns nur stutzig machte, der Arzt sagt, er habe Gipsspuren auf der Haut des Gesäßes an dieser Frau festgestellt. Das ist erstmal ein Rätsel für uns jetzt im Moment. Warum sind Sie da bewusstlos gewesen und gar nicht bei der Sache? Sie haben ja gar nicht wehren können, ne? Ich weiß von nichts. Ich bin wie immer nach der Arbeit zum Bus gelaufen und wollte den 5-Uhr-Bus nehmen. Und dann, nach der Arbeit zum Bus? Ja. Der 17-Uhr-Bus. Ja, der 17-Uhr-Bus. Aber du arbeitest doch samstags gar nicht. Heute war das. Samstag? Heute ist Samstag. Heute ist Samstag. Samstag, Schatz. Wie, heute ist Samstag? Heute ist Samstag. Nein. Doch. Was ist denn passiert? Wir waren verabredet noch. Frau Krause, können Sie sich an irgendeine Begebenheit erinnern, bevor Sie bewusstlos waren? Sie sagten, Sie sind von der Arbeit zur Bushaltestelle gegangen. Das wissen Sie noch ganz genau. Ja. Was arbeiten Sie denn? Ich bin Verkäuferin in einem Supermarkt. In einem Supermarkt. Wir haben Feierabend gehabt um 16.30 Uhr oder irgendwas. Und da sind Sie zum Bus gegangen. Wie weit ist die Bushaltestelle von Ihrer Arbeitsplatz entfernt? Das ist ungefähr 300 Meter.
Haben Sie während der Zeit vom Supermarkt zur Haltestelle irgendwas beobachtet, was Ihnen komisch vorkam? Obwohl die junge Frau laut Blutergebnis nicht unter Drogen stand, ist ihre Erinnerung wie ausradiert. Aber vielleicht kann ihre Kleidung einen Hinweis liefern. Den Kommissaren liegen Bilder aus der KTU vor. Was auffällig ist, dass die, das haben Sie auch gesagt, der weißen Fleck an der Kleidung. Das ist ja Ihre Jacke, ne? Ja, das ist meine Jacke. Und ist da immer, oder kennt ihr diesen Flecken, ne? Nein. Wir haben ja auch, der Arzt hat ja auch gesagt, dass da Gipsflecke am, Gesäß sind. Können Sie sich vorstellen, Sie hatten an Ihrem Gesäß Gipsflecke. Das wurde, wurde bei der Untersuchung festgestellt. Normaler, herkömmlicher Gips. Nein, gar nicht, nein. Können Sie sich daran erinnern, dass Sie dann in den Bus eingestiegen sind? Ich steige immer in diesen Bus ein. Ja. 5 Uhr fährt er. Aber meine Mutter sagt, der fährt Samstag, und dass es heute Samstag ist, dann, ich weiß nicht, dann fehlt mir ein ganzer Tag. Samstag sind ja auch die Zeiten der Busse unterschiedlich zu Werktagen, ne? Ja. Der fährt gar nicht 17 Uhr. Ich kenne mich jetzt mit dem Busplan nicht aus, aber Sie dachten, könnte sein, ne? Da fährt keiner, Sie sind sich sicher, ne? Ja, und wir waren auch bei ihr zu Hause verabredet. Also ich wollte sie von zu Hause abholen und wir wollten uns einen Wellness-Tag machen und danach essen gehen. Und, was haben Sie sich denn gedacht, wo Ihre Tochter dann ist? Ja, ich bin die Strecke ja zurückgegangen dann, bis zur Bushaltestelle. Ja. Ja, und da habe ich sie ja dann gesehen. Frau Krause, da Sie sich an wirklich gar nichts erinnern können, schlage ich vor, Norbert, dass wir mal gemeinsam die Strecke ablaufen. Würden Sie dann mit uns kommen? Wir fahren aber zusammen hin. Ja, klar. Ja? Die Kripo-Beamten müssen den Tathergang rekonstruieren, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Einziger Anhaltspunkt ist die Stelle, an der die Frau gefunden wurde. Sie gehen also immer hierher? Ja. Kann das sein, dass Sie sich auch schon mal hier hinsetzen? Ich sehe gerade, da steht frisch gestrichen. Wegen dem Ding, ne? An Ihrer Jacke, genau. Da war doch weiße Farbe, genau wie diese Farbe hier. Es klebt noch alles. Also, ja. Das ist noch nicht richtig trocken. Ich wüsste nicht, wieso ich mich hier hinsetzen wollte. Also ich... Hatten Sie keinen Grund dafür? Nein, ich gehe zwar immer hier lang, aber... Haben Sie eine Erklärung, wo die Farbe von Ihrer Jacke herkommt? Ich weiß es nicht. Es war genau diese Farbe. Für die Polizisten liegt auf der Hand, dass sich das Opfer hier aufgehalten haben muss. Und der Mutter fällt noch etwas anderes auf. Der Therapeut da. Hypnotiseur. Ja, der ist vielleicht neu. Hypnose-Therapeut? Nein, da gehst du doch hin. Du hast mir doch erzählt, du wolltest da dahin gehen, weil du das Rauchen abgewöhnen wolltest. Mensch, Mama, ich gehe hier seit 2 Jahren lang. Natürlich, der warst du da. Natürlich, das hast du mir erzählt. Du hast mir doch noch einen Flyer gegeben, ach, damit Quatsch. Ich dahin gehe. Dass haben Sie den, hier haben meine Sie den Flyer noch? Ja, den muss ich, warte, hab ich in der Tasche, Moment. Sie wollten sich das Rauchen abgewöhnen? Beim Hypnose, können Sie sich überhaupt daran erinnern, dass Sie das machen wollten? Nein. Hier, was darf ist der doch? Ja, komisch. Da ist es. Genau, das ist er. Du hast mir doch erzählt, dass du da hingehst. Ja, die Adresse stimmt doch auch. Frau Krause, das kann doch jetzt kein Zufall sein. Die junge Frau weiß nichts von einem Hypnose-Therapeuten, doch die Mutter bleibt dabei. Ihre Tochter hatte schon mindestens 2 Termine in der Praxis. Hast du einen Ausweis da, Chef? Ja. Schönen guten Schönen Tag. Wir sind von der Kriminalpolizei in Duisburg. Frankenberger, Kripo Duisburg, guten Tag. Wir hätten gerne mal ein paar Fragen an Sie gestellt. Ist das möglich? Können wir kurz reinkommen? Ich bin jetzt gerade in einer Therapiesitzung. Das ist jetzt ausgesprochen ungünstig. Das kann ich mir vorstellen, das verstehe ich auch sehr gut. Bloß das Problem ist auch, dass wir hier ganz dringend einen Fall zu lösen haben. Die Frau ist heute überfallen worden und misshandelt worden. Wir müssen da jetzt am Ball bleiben. Können Sie sich daran erinnern, dass Sie die Frau schon mal behandelt hätten? Nein. Nee? Frau Krause, schauen Sie sich mal den Mann an. Kennen Sie den nicht? Nein. Also, ich würde vorschlagen, gehen wir mal kurz rein. Ja. Das kann doch nicht jeder mitkriegen im Haus, dass die Polizei bei das Ihnen wird auch nicht lange dauern. Ist auch nicht gut, ne? Ja, ganz kurz. Zu gut, aber. Dankeschön. Die erfahrenen Kommissare spüren, dass der Hypnosetherapeut ihnen etwas verheimlicht. Doch angeblich hat er das Opfer noch nie zuvor gesehen. Aufgrund des Traumata, das die junge Dame jetzt erlebt hat, kann natürlich schon mal ein Blackout passieren. Aber hier ist doch nichts passiert. Aber es war nicht nur ein Blackout, sondern sie war praktisch wie benebelt, wie benommen, wie unter Drogen gesetzt, wenn sie K.O.-Tropfen gekriegt hätte oder so ähnliches. Hat sie denn Drogen genommen? Das kann man ja, das kann man innerhalb von kurzer Zeit nicht mehr nachweisen. Das ist das Doofe, ja. Ja gut, aber... Schau mal bitte. Ich sehe gerade hier eine Eintragung. Ja, Frau Krause, Hypnose um 15.45 Uhr, um 16.45 Uhr, um 16.30 Uhr hat sie Feierabend. Das würde ja genau passen. Ich bitte Sie, Krause ist ein Welt. Ja, aber sie heißt jetzt zufällig Krause und die Zeit passt, weil sie hat um 16.30 Uhr Feierabend und ist dann auf dem Heimweg und der geht direkt hier vorbei. Und außerdem hat sie an ihrer Jacke weiße Farbspuren gehabt und vor ihrem Haus unten, vor der Praxis,
ist gerade eine Bank gestrichen worden. Das ist sowas von eindeutig, was wir hier jetzt mittlerweile an Erkenntnissen haben. Und Sie sagen immer noch... So ein Scheiß, das sind keine Erkenntnisse, das sind einfach nur Namensgleichheiten. Mehr eine ist Frau das Krause, nicht. Die gibt aber Frau Krause, die hier wollte auf jeden Fall, auch wenn Sie sich jetzt im Moment nicht daran erinnern, zu Ihnen kommen, wenn der Flyer von Ihrer Praxis, den hat sie ja schon. Ja, und da hat sie halt einen Flyer von mir und... Ich hab mich nicht hey, 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 kein Scheiß! So, komm her! Hören Sie zu, ganz ruhig. Ich sage Ihnen jetzt in aller Ruhe, legen Sie die Knarre runter. Sie bringen sich ab jetzt in Däumels Küche. Sie können vieles jetzt verhindern, wenn Sie die Knarre fallen lassen. Sie machen das extrem schlimm. Wir sind mit zwei Pistolen hier. Legen Sie die Waffe runter. Bitte überlegen Sie sich das nicht lange. Werfen Sie die Waffe auf den Boden. Legen Sie sie auf den Boden. Das war vernünftig. Im Nachhinein haben wir herausgefunden, dass diese Pistole keine scharfe Waffe ist, sondern nur eine Gaspistole. Letztendlich kann man das natürlich in der Hektik der Situation überhaupt nicht beurteilen. Und von daher gesehen hatten wir alle Möglichkeiten, ihn letztendlich auch mit unseren Waffen unschädlich zu machen, um die Situation zu bereinigen, was glücklicherweise uns aber dann durch gute Worte auch gelang. Was war das? Ist da jemand? Hallo! Oh mein Gott! Hallo, hier ist die Kriminalpolizei. Ich befreie Sie eben mal, ja? Was ist denn mit ihm passiert? Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert bittet seinen Kollegen, einen Rettungswagen anzufordern. Die junge Frau muss dringend untersucht werden. So, haben Sie ganz ruhig. Haben Sie Ihre Schandtaten gefilmt? Was ist denn das für eine Nummer hier? Da drauf, da weiß, was los ist. Meine Fresse. Meine Tochter drauf. Schwein. Mal gucken, da führt er sie rein. Ich sehe noch nichts gerade. Wo? Das führt da von rechts. Das kann man schlicht erkennen. Da kommt er an. Ja. Mhm. Ach da, ja, ja. Du, ganz, du siehst doch. Stimmt, die ist schon ganz blind. Hat er die wahrscheinlich schon hypnotisiert. Da, jetzt legt er sich hin. Sag doch was, aber das kann man schlecht verstehen. Muss doch später auswerten, weißt du? Ja. Jetzt guck mal, jetzt legt er sie hin. Jo. Was macht er jetzt? Jetzt nimmt er Kabelbinder. Jetzt fesselt er sich. Und fesselt sie. Vorher zieht er sich noch Handschuhe an. Jo. Hände und Füße. Ja, so wie sie. Ja, also was. Ich meine, da haben sie sich ja selbst in die Scheiße geritten, sozusagen, mit dieser Beweislast. Trotz der erdrückenden Beweislage arbeiten die Ermittler mit Nachdruck auf ein Geständnis hin, um herauszufinden, ob es womöglich noch mehr Opfer gibt. Überlegen Sie sich doch mal bitte, in welcher Situation Sie jetzt sind und dass die Schlinge sich so langsam zugezogen hat. Ist doch schon passiert. Was willst du denn noch? Ja. Ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen was von Ihnen wissen, was Ihre Absichten hier sind. Verstehen Sie? Ja, ich meine, es gibt noch mehr Opfer. Ich stehe halt auf das. Sie stehen darauf. Ja, ich mag das. Sie stehen darauf, Frauen zu hypnotisieren, zu fesseln und dann von ihnen Gipsabdrücke zu machen vom Po? Ja. Ist das richtig? Wie sieht es mit Ihrer Verantwortung aus? Die Frau, die ist auf einer Sitzfläche oder Liegefläche im Park gefunden worden. Die zwei junge Männer haben sich schon mit ihr beschäftigt, haben die begrapscht und so weiter, weil sie sie so weggeschickt haben. Eigentlich müsste man erwarten, dass gerade wenn es um so einen sensiblen Bereich geht wie Arzt, Patient, Therapeut, Patient, wo man sich also mit Vertrauen an eine Person wendet, die einem helfen soll, dass das auch dann nicht ausgenutzt wird. Hier, das ist schon eine Riesenschweinerei. Wo ist der Abdruck von der Frau Krause hier? Wo ist der? Arsch braucht ja Platz. Also, ja. Denk doch mal nach. Also, ey, du gehst mir langsam auf den Keks. Das ist nur ein Schrank, ne? Aha. Ach Gott, oh Gott. Hier, guck dir das an. Sechs Stück, zähl ich. Oh. Sechs Stück. Und den Keller hat er wahrscheinlich auch noch voll. Da unten auch noch welche drin? Das ist nicht. Das sind alles hier Patienten. Warte mal. Schauen Sie mal hin. Hier ist so eine Damentasche. Ist das hier Fetisch, ja? Jetzt macht mich halt an. Das ist meine Tasche. Das ist Ihre Tasche? Das ist meine Tasche. So, dann nutzen Sie gleich noch die Gelegenheit, nicht nur einen Arschabdruck zu machen, auf Deutsch gesagt, sondern auch noch die Frau zu beklauen. Schauen Sie mal, ob da alles drin ist. Ja, so, dann haben Sie den Damen noch posthypnotische
Befehl erteilt, sodass sie alles schön vergessen, was hier vorgefallen ist, richtig? Ja, soll alles so machen wie bei einem normalen Arbeitstag. Wie bei einem normalen Arbeitstag. Genauso ist es nämlich auch gekommen. Die Frau ist nämlich losgefahren, als wenn sie zur Arbeit wollte. Aber der Bus kam gar nicht. Warum nicht? Weil Samstag war, da fährt er gar nicht. Der Täter wird sich wegen Freiheitsberaubung und sexueller Nötigung in mehreren Fällen verantworten müssen. Seine Opfer wollen eine Selbsthilfegruppe gründen, um das Erlebte zu verarbeiten. Die beiden Freunde, die junge Frau bedrängt haben, erhalten eine Anzeige wegen sexueller Belästigung.